Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal iRedstone. Vielleicht kennen mich ja einige vom früheren Kanal XJackerX. Und bevor ich die ganzen Projekte auf dem Kanal hier erkläre und weitere Dinge, sage ich erstmal, dass ich in der Beschreibung überall jedes Mal verlinkt habe bei Skype und Facebook und so weiter. Also ich habe schon alles Mögliche angelegt für den Kanal hier. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, fangen wir dann schon mal mit den Projekten an. Also ich mache hier Mapmaking für Redstone-Sachen und sowas. Alles mögliche mit Redstone, wie man im Namen vielleicht schon sieht. Und dann noch alles mögliche mit Command-Blöcken, Grundlagen dazu und alles mögliche mit Tutorials. Und zwar die Grundlagen kommen zuerst, weil dann wird das später nicht mehr so nachgefragt. Zum Beispiel, wie spawnt man dies und das und sowas. Also damit will ich halt schon mal alles mögliche abdecken, damit halt nicht so viel gefragt wird, was halt viel zu einfach wäre. So, dann als nächstes, Fragen in den Kommentaren könnt ihr gerne stellen. Zum Beispiel zu Tutorials, die ihr haben wollt oder Ideen. Feedback ist natürlich auch sehr gut angesehen, also das könnt ihr natürlich immer posten, wenn ihr wollt. Und dann als nächstes der Zeitplan. Ich werde jede Woche wahrscheinlich ein bis zwei Videos bringen. 100% auf jeden Fall Videos, wo ich halt erkläre, so wie jetzt, also Infovideos, wo ich halt dann sage, was los ist oder wenn ich irgendwie keine Zeit habe oder so oder keine Lust habe. Aber ich denke mal, Lust, da würde ich glaube ich genug haben. Und dann als nächsten Punkt nochmal eine kleine Anmerkung, und zwar, ich mache auch selbst Kanalbilder und Hintergründe und so, aber das mache ich natürlich jetzt nicht auf dem Kanal hier als Hochladen und sowas. Die habe ich natürlich alle selbst gemacht für meinen Kanal. Und da kann ich auch gerne für euch welche machen, wenn ihr welche wollt. Also nur Kanalbilder und Hintergründe, keine Intros, die könnt ihr euch auch selbst irgendwie hier runterziehen oder so. Also einfach nur per Skype oder so anfragen, da mache ich euch dann gerne welche, wenn ich Zeit dafür habe, natürlich. Als nächstes dann aufnehmen mit euch, kann ich natürlich gern machen, aber ich werde selbst nicht mehr aufnehmen, solange es nichts mit Redstone zu tun hat, also wirklich nichts mit irgendwelchen Maps oder sowas. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr Lust habt, mit mir Smash zocken oder Adventure Maps oder Redstone Maps oder sowas, alles mögliche testen, einfach nur über Skype fragen. Ich bin da wahrscheinlich jedes Mal on, also ich werde jetzt auch mit dem neuen Account on sein. Ich habe auch noch zwei andere Accounts, jedenfalls könnt ihr mich da gerne fragen, wenn ihr wollt, wenn ihr irgendwas zocken wollt oder so. Ich bin da eigentlich immer erreichbar. Und dann als nächsten Punkt, ich habe noch einen eigenen Server, der in ein paar Monaten oder so onkommt. Das wird dann ein komplett Vanilla Minecraft Minigames Server. Da werde ich alle möglichen Sachen drauf packen erstmal. Und wenn der öffentlich ist, dann habe ich da auch schon einen extra Kanal und Facebook-Seite und sowas für. Das werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen und auch Infovideo zu machen, wenn der on ist. Aber die Map dafür, die ich baue, die mache ich auf jeden Fall in Mapmaking, also da werdet ihr auch sehen, wie ich den Server aufbaue und so weiter, wie man die ganzen Games baut, das zeige ich alles in Mapmaking, also freut euch wirklich auf die Serie, das wird super. Und ich danke schon mal jetzt dem Sponsor für den Server, das ist wirklich eine super Aktion, ich bekomme nämlich komplett gratis und für immer quasi. Und da hat er auch schon 8 GB RAM draufgepackt, also unendlich Slots und so weiter, und ich habe auch schon einen TS-Server dafür, also das ist alles super. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn er endlich on ist. Auf dem TS-Server könnt ihr außerdem auch nochmal mit mir reden, wenn ihr wollt. Also ihr müsst nicht über Skype gehen oder so, aber über Skype halt nur Nachrichten dann. Aber ihr könnt auch gerne auf dem TS-Server kommen, da bin ich dann auch ab jetzt mal wirklich öfters on. Und da könnt ihr auch gerne mich anstupsen und wenn ihr mit ihm reden wollt, einfach mal über Skype sagen, dass ihr auf dem TS seid und mit mir reden wollt oder so. Oder dann einfach über Skype, wenn ihr unbedingt müsst. Aber ich würde dann schon öfters auf dem TS sein, vor allem wenn der Server on ist. Und dann nochmal als letzten Punkt. Wollt ihr lieber Gameplays im Hintergrund von Infovideos wie das hier? Oder wollt ihr lieber Live-Aufnahmen, wo ich einfach dazu quatsche? Da würde ich dann aber eher weniger was sagen. Weil Infovideos sind eigentlich für mich einfach nur euch informieren darüber, was gerade los ist. Und nichts irgendwie aufnehmen ist Großartiges. Deswegen frage ich euch trotzdem vorher, wollt ihr so wie das Video hier jetzt gerade ein Gameplay im Hintergrund oder wollt ihr einfach Live-Aufnahmen? Also dann würde ich mir auch die Mühe machen, wenn halt der Großteil dafür ist, für eine Live-Aufnahme. Aber naja, schauen wir einfach mal. Und das war's dann auch schon mal mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß auf dem Kanal noch. Ich hoffe, dass sehr bald dann wirklich die Videos anfangen mit 1 bis 2 pro Woche. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt direkt schon halten kann, weil erstmal müssen ja Ferien kommen und das dauert dann noch 2 Wochen. Und deswegen muss ich erstmal sagen, bis zum nächsten Video. Das wird dann auf jeden Fall ein Grundlagen-Tutorial sein mit allen möglichen Befehlen und so weiter. Das kommt dann alles der Reihe nach und ich freue mich dann auf euch und auf euer Feedback. Also bis dahin, ciao. Und viel Spaß mit der Restaufnahme vom Gameplay.